2 Jahre sind vergangen, seit bei mir eine Depression diagnostiziert wurde. Seitdem wurden die Dinge nicht besser für mich. Meine Freunde versuchten mir zu helfen, aber nichts funktionierte. Letztendlich haben sie es aufgegeben. Ich glaube, ich habe sie enttäuscht. Als alle Hoffnung verloren war, habe ich mich gefühlt wie eine Last für die Leute um mich herum. Ich entschied mich, eine Weile allein zu verbringen, in einem leeren Haus etwas außerhalb der Stadt. Weg von all den Problemen, weg von meinen enttäuschten Freunden. Aber schon bald realisierte ich, dass das eine ganz schlechte Idee war. Nach einem Monat, den ich in Einsamkeit verbracht habe, fing ich an, vollkommen meinen Verstand zu verlieren. Meine Schmerzen sind gestiegen. Ich wurde paranoid. Aber das ist nicht das Schlimmste daran. Irgendetwas Merkwürdiges passiert in diesem Haus. Heute habe ich herausgefunden, dass das Haus umgeben ist von einem Gitter. Irgendwie ist es aus dem Nichts aufgetaucht. Ich habe versucht, da durchzukommen, aber hatte keinen Erfolg. Ich bin hier eingeschlossen. Aber warum? Darüber hinaus merke ich, dass ich nicht allein hier bin. Ich höre merkwürdige Geräusche und sehe Dinge. Oh Gott, ich muss hier raus. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu... Habe ich von Corrupted geklaut. Ich meine natürlich... Hab gehört, dass das gut sein soll. Wir spielen The Mask Reveals Disgusting Face. Die Maske enthüllt das scheußliche Gesicht. Ein Spiel über einen depressiven jungen Mann, der in der Einsamkeit einen Weg sucht, um mit seinen Problemen umzugehen. Und stattdessen ein Gefängnis findet. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es wirklich so vorteilhaft ist, allein zu sein. Wobei, das sind wir nicht ganz. Glücklicherweise ist R2-D2 bei uns. Piep, bu, bu, piep, piep. Aber lasst uns mal diese ganz persönliche Reise beginnen. Eine Reise tief in unsere Albträume. Oder vielleicht in das nahende Morgengrauen. Wir werden es sehen. Und schon jetzt bekommen wir den Hinweis, dass wir ja wegrennen können, aber ich fürchte, so weit sind wir noch nicht. Wir schauen uns erstmal um hier in diesem einsamen Haus. Was anderes bleibt uns wahrscheinlich auch nicht über, denn Hunger haben wir momentan nicht. Hat der Opa ungezogenerweise schon wieder den Schaukelstuhl gemopst? Das habe ich ihm doch verboten. Heiliger Shinto. Also wenn ich so ein Bart hätte, würde ich auch paranoid werden irgendwie. Das ist ja fürchterlich. Okay. Ich habe das Gefühl, dass darinnen noch irgendetwas geschehen wird. Vielleicht gehen wir erstmal hoch. Ich habe gerade gedacht, hier ist die Herrentoilette, ja? Und hier zufällig auch. Ja, in meinem Haushalt wird das ganz strikt getrennt, Freunde. Ich hatte eigentlich gedacht, für jeden ist was dabei, aber... Naja, ich habe dann doch nicht so viel Damenbesuch bekommen. Oh, für reichlich Auswahl ist auch gesorgt, Freunde. Man kann ja nie wissen, wann mal so ein Rudel Herren vom Durchfall erwischt wird. Und ich glaube, wir haben das einzige Horrorspiel dieser Welt gefunden, in dem es möglich war, aus unserem Haus auszutreten. Austreten, wo wir gerade bei Stuhlgang waren, aber das ist nicht das Thema der heutigen Folge, fürchte ich. Wow, ey. Ich wollte schon gerade fragen, ob er nicht da irgendwie drüber klettern kann, aber... ich fürchte, ich bin nicht für diese Aufgabe ausgebildet. Was haben wir denn hier noch? Eine alte Scheune oder eine Garage? Gemütlich immerhin. Ein Schlüssel für den zweiten Stock. Können wir den jetzt etwa betreten? Okay, dafür brauche ich auf jeden Fall ein Brecheisen. Das Übliche also... Noch nichts Besonderes. Sowas haben wir alles schon mal gesehen, ja? Und ich fürchte, dieses Spiel muss außerdem noch kräftig auffahren, um mich überhaupt überraschen zu können. Aber mal schauen, wie es das so macht. Irgendwer von den Herren hat die Schüssel gesprengt. Das kann durchaus passieren. Warum habe ich eigentlich den zweiten Stock abgeschlossen? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube, die Blumen sind das Freundlichste an diesem Ort. Oh Mann. Opa, leg dich doch wieder hin. Ist doch schon spät. Oh Mann, ey. Die Uhr tickt, aber Zeit bedeutet nichts.
Tresor mit einem vierstelligen Code, was sich wohl daran befindet? Offenbar nicht unsere Hoffnung, das wäre zu einfach. 21.31 Uhr, 2131, nicht wahr? Das sollte mir doch irgendetwas sagen. Meine alte Plattensammlung. Wollen wir es doch mal ausprobieren? 2131. Easy. Fast schon zu einfach. Es ist nutzlos, Gary. Du bist hier gefangen. Du steckst komplett fest und kannst nichts dagegen tun. Dein ganzes Leben war nur eine Abwärtsspirale und dieser Ort wird dein Ende sein. Ermutigend. Irgendwer hat scheinbar auch die Tischtennisplatte gefunden. Aber irgendwie ist mir gerade so ein bisschen die Lust vergangen. Leute, es ist passiert. Ich bin hässlich geworden. Verdammt, auch das noch. Ich dachte ehrlich, das wird ein angenehmerer Tag, aber so wie das Spiel aufgezogen ist, wohl eher nicht. Okay. Da haben wohl meine vier Herrenklos wahrscheinlich nicht gereicht. Es war ganz dringend. Du willst mich doch veralbern. Ich kann die Höhe der Klempnerrechnung fast schon riechen. Was? Du erwartest doch jetzt hier nicht etwa, dass ich in dieser stockdunklen Dunkelheit rumlaufe, oder was? Bin ich so verzweifelt? Oh. Oh, ich habe mich schon gefragt, wann dein großer Auftritt kommt. Eine Taschenlampe ohne Batterien gefunden. Nun gut. Immerhin kann ich hier wieder hoch. Das ist ja auch schon mal was wert. War ich eigentlich hier schon mal drinne? Das ist die schmalste Waschmaschine ever. Opa ist endlich ins Bad gegangen, auch in Ordnung. Oh, zufälligerweise eine Box von Batterien. Dann könnte ich ja jetzt meine Taschenlampe benutzen. Aber scheinbar ist mir das noch nicht erlaubt. Oder ich habe keine chinesische Tastatur oder so. Ah! Weiß nicht, was das Problem ist. In der Tat weiß ich es nicht. Wie fühlt es sich an, gefangen zu sein? Merkst du das Gefühl von Hilflosigkeit? Du bist tot, Gary. Und schon bald wirst du es realisieren. Wow, ey, das Spiel ist ganz schön böse, Mann. Okay, was geht? Was habe ich übersehen? Sollte ich vielleicht wieder hoch? Das gefällt mir absolut ganz und gar nicht, ey. Oh, ich krieg so langsam mega Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Okay. Vielleicht habe ich draußen noch was übersehen. Die Ereignisse beginnen sich ja langsam zu überschlagen. Ich würde mal einen Blick riskieren, glaube ich. Ich traue mich jetzt einfach mal. Das Gitter ist immer noch da. Sehr hoffnungsvoll. Falls irgendwer hier draußen ist, diesen dezenten Hinweis habe ich verstanden. Oh, jetzt ist es allerzeitig zu benutzen. Danke, Professor Eich. Hallo, du mittelalterliche Version von R2-D2 und Freunde. Schön, dass ihr hier unten auf mich gewartet habt. Der Papa ist nun da. Oh, und anstatt... Ich erinnere mich nicht, dass dieser Keller so groß ist. Ich wollte gerade fragen, ob er hier irgendwelche Katakomben an seinem Haus angebaut hat. Und wenn ja, wofür? Das ist definitiv ein sehr, sehr merkwürdiges Verhalten, diese Fässer nicht irgendwo zu lagern, sondern in jeder Ecke eins zu platzieren. Aber gut, das geht mich wahrscheinlich auch nicht allzu viel an. Auf jeden Fall habe ich mich noch nie von Holzfässern so beobachtet gefühlt, das kann ich euch versichern. Hallo, Baby R2-D2. How are you doing? Oh Gott, da muss ich hin. Aber ich will nicht. Verdammt, ich stecke schon wieder im Zwiespalt. Ein Brecheisen. Jetzt kann ich da hoch, oder? Und dann wieder runter. Oh Gott. Was zum Teufel? Was geschieht? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Boah, es ist ja super gemacht, ey. Wir haben nur einen Weg. Ich verstehe dieses Bildnis. Du redest dir ein, dass es genug Ausflüchte gibt, aber...
Irgendwie scheinen zu viele Wege versperrt, die ein Ausgang sein können. Aber vielleicht bist du auch der Auslöser für die Gitter. Das wäre mal eine interessante Sichtweise. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss, aber es scheint richtig gewesen zu sein, oder? Hallo Jungs, ich werde mich dann offensichtlich mal vom Acker machen. Und hoffe, das ist richtig. Aber was ist richtig in diesen dunklen Zeiten? Hier muss ich rein, ne? Oh ja. Und wieder geht's abwärts. Ob das auch ein Bildnis ist? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber es hat definitiv unglaublich was von Cry of Fear, ey. Ich hoffe, dieser Ort ist ein Ausgang. Da wäre ich mir noch nicht so sicher, mein Freund. Aber ich habe die Bibliothek gefunden, nicht wahr? Oh, Mama. Ich habe das Gefühl, die Decke fällt mir auf den Kopf. Und als ich in mein leeres Bett gekrochen bin, habe ich gewusst, dass es vorbei ist. Ich weiß nicht, wo ich noch hin kann. Und einen Weg haben wir ja noch vor uns. Also gib mal noch nicht die Hoffnung auf. Ich bin ja noch bei dir. Und ich schwöre, ich bin noch nicht enttäuscht. Oh. Shit. Da hängt ein unglaublich gigantisches Vorhängeschloss davor, was sicherlich ein Indiz dafür ist, dass wir da einen Schlüssel brauchen, aber der latscht trotzdem erstmal dran. Ja, der Typ hat definitiv noch Hoffnung. Danke fürs Spülen. Oh Gott. Nein, ich bin gerade beschäftigt. Nicht hereinkommen, bitte. Ach du Scheiße. Leute, ihr seid auch bei mir, ja? Ihr seid auch nicht enttäuscht von mir. Oh Gott. Ich möchte diese Tür wirklich nicht öffnen. Das ist eine sehr, sehr nachvollziehbare, logische Entscheidung. Ich danke dir dafür. Oh Gott, der kommt doch da raus, oder? Der bleibt doch da nicht drin. Was haben wir hier? Ein Schlüssel, sehr gut. Oh Gott! Oh nein. Ich muss sagen, auf ganz merkwürdige Art und Weise lehrt mich das Spiel Respekt. Und ich glaube, das hat schon lange keins mehr geschafft. Scheiße. Wow. Da hast du dir aber wirklich ein gemütliches Zimmerchen eingerichtet. Respekt. Jetzt lauern hier unten auch noch Monster. Dagegen ist echt noch kein Kraut gewachsen. Aber zumindest haben wir jetzt den Schlüssel, Freunde. Die Frage ist natürlich, wo uns das jetzt wieder hinführt. Irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, einem Ausgang nahe zu sein. Aber wer weiß. Der Weg ist ja manchmal ein bisschen zu nebelig, um zu erkennen, was an seinem Ende liegt. Was ist das? Oh, okay. Verstehe schon. Hoffentlich wartet dahinter mein Ferrari, Freunde. Dann bin ich nichts wie raus hier. Was? Da kann ich nicht durch, ne? Okay, alles klar. Ich wollte jetzt nur aufpassen, dass ich nicht sterbe oder so. Das wäre wirklich unglücklich. Ich wittere eine Falle. Das ist zu einfach. Okay, ich traue dem Spiel nicht über den Meter, ey. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte, es ist schlechter Empfang hier. Er erklärte vollmundig. Das war gerade noch nicht da. Aber okay. Ich nehme das an. Einen geschenkten Gaul und so weiter. Nicht wahr? Okay, wo müssen wir das jetzt hin? Ich muss einfach mal dahin und gehe jetzt mal noch den anderen Weg lang. Ich glaube, das war hier. Da haben wir schon die dritte Box. Da war es nur noch eine. Die finden wir jetzt auch noch. Moment. Warum liegt die da? Alter, ich fühle mich extrem merkwürdig. Was zum Teufel geht hier vor? Ich war hier noch nicht. Noch eine? Was? Fünf Stück. Falls ich die nicht finde, oder was?
Was macht das Spiel mit mir, ey? Okay, na gut. Was kannst du eigentlich, Seth? Verdammt. Das ist wirklich jetzt eine Enttäuschung. Das kann man auch nicht mehr schönreden. Meinen besten Willen nicht. Oh Gott, Spiel gespeichert. Jetzt könnte der Hinweis mit dem Rennen doch nochmal kommen. Hallo? Ich bin jetzt da. Ich bin unschuldig. Ich möchte nur meine Depressionen überwinden. Vielleicht wäre es besser, wenn du rennst. Ja, sehr gute Idee. Ich stimme mit dir vollkommen überein. Es wäre besser, wenn ich absolut wegrenne. Vor was auch immer. Die Nikotinsucht. Die holt mich ein. Nein. Leute, mach schon mal die Tür auf. Ich komme jetzt. Zum Glück habe ich meine Nikes heute früh angezogen. Es rennt sich hier fehlerleicht durch, Leute. Lass die Tür. Au, ey. Muss das wirklich so laut sein? Wo zum Teufel bin ich? Oh nein. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, wo das endet. Meine Pistole. Was macht die hier drinne? Genau das frage ich mich auch. Warum bist du hergekommen? Du hast damit nichts erreicht. Es gibt kein Entkommen. Du steckst dir für immer fest und dein niemals endender Schmerz wird dich verrückt machen. Aber du kannst es aufhören lassen. Es ist deine Entscheidung. Okay, ich habe mir schon sowas gedacht. Aufgeben? Und damit meinen Albträumen und den bösen Stimmen recht geben? Soweit kommt's noch. Ich werde widerstehen. Ich werde hier nicht sterben. Du denkst echt, dass du dich retten kannst? Oh ja, kommt schon. Ich werde euch ordentlich den Hintern versohlen. Zeit, die Maske abzunehmen. Was? Was für eine Maske? Was zum... Au! Au! Hör auf damit! What? Was? Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Versteh schon. Das Ding taucht... Oh! Taucht immer hinter mir auf. Wie oft muss ich da drauf schießen? Ein Symbol für meine Albträume offensichtlich. Ein Symbol für alle bösen Stimmen. Ein Symbol dafür, dass ich mir einrede, meine Freunde könnten mich nicht mehr leiden. Okay, wo bist du? Komm raus, komm raus. Verdammt. Das ist schwieriger, als es aussieht. Oh, ich hoffe, ich habe unendlich Schuss. Au! Nein, 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 nein. So war das nicht gemeint. Doch, so war das absolut gemeint. Komm her, Baby. Toggle that aim, boy. Toggle that aim. Okay, wo bist du? Das scheint das nicht ganz so zu funktionieren, oder? Doch. Oh, Alter, okay, okay, okay. Noch 5 Gesundheit? Ich weiß nicht ganz, ob ich das schaffe. Vielleicht werde ich doch hier sterben. Vielleicht habe ich mich geirrt. Oh Mann, ich versemmel es. Ich versemmel das, oder? Okay. Noch einer voll in die Fresse. Wie vielen eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 nein. Okay. Hat das getroffen? Ich weiß es nicht. Shit, 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 shit. Ich muss schneller schießen. Ich muss schneller schießen. Das Ding muss vor allem näher dran sein. Sonst kann ich nicht richtig zielen. Okay. Okay, 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 okay. Shit! Yes! Tauchst direkt vor mir auf, oder? Da lässt du dich nicht lumpen, oder? Oh Gott, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du hin? Wo bin ich überhaupt? Das ist die viel interessantere Frage. Ich kann mich nicht daran erinnern, meinen Keller in diesem desolaten Zustand zurückgelassen haben. Zu lassen haben. Gehaben. Yes! Ich habe ihn besiegt! Echt jetzt? Ich glaube das nicht. Oh doch! Es ist alles vorbei. Ich habe es endlich geschafft, meine eigenen Ängste zu besiegen. Meinen Verstand aufzuräumen. All dieser Zeit hat es nur in meinem Kopf stattgefunden. Meine eigenen Dämonen haben mich hier gefangen gehalten, aber ich habe gewonnen und jetzt bin ich frei. Ich kam zum Haus zurück und habe etwas gefunden, was vorher nicht da war. Ein Brief von meinen Freunden. Sie sind nicht von mir enttäuscht. Sie haben gefragt, ob ich zurückkomme. Ihre Worte haben mich daran erinnert, dass ich nicht allein bin und dass es immer noch Hoffnung gibt. Nun beruhigt bin ich aus diesem Haus getreten, wo ich noch vor ein paar Stunden meinen schlimmsten Albträumen begegnet bin. Endlich kann ich zurück, nach all dieser Zeit. Ich werde eine Lösung finden.
Ich komme nach Hause. Geiles Spiel, Mr. Eddie. Mr. Zykov Eddie. Sehr, sehr schön. The Mask Reveals Disgusting Face. Sehr, sehr nett. Krasse Atmosphäre. Wahnsinnig gut gemacht. Nicht zu lang, nicht zu gestreckt, nicht zu käsig irgendwie, sondern sehr, sehr gut umgesetzt, das Thema. Zwar natürlich mit keiner psychologischen Tiefe, aber nachvollziehbar, immersiv. Ich bin beeindruckt. Sehr, 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 sehr gutes Spiel, Freunde. Lasst dafür gerne mal einen Daumen nach oben da, auch wenn ihr Spaß hattet. Sehr, sehr gut. Ich bin relativ froh, dass ich es gefunden habe. Das Spiel ist schon, glaube ich, älter sogar. Ich glaube, von 2014, wenn ich mich nicht irre. Aber ein paar YouTuber haben es jetzt, wie gesagt, angefangen zu spielen. Und da reihe ich mich einfach rein, wenn das Spiel ein bisschen Suchwert hat. Und ich glaube, euch interessiert es ja auch. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Haut rein und ciao.